Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoalP100, der mit der Zahl hinten dran, der von Sting und Core. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Bloodborne, dem Blind Let's Play. Vielleicht sollte ich das mal betonen. Wir haben ja gerade Amygdala besiegt, beziehungsweise im letzten Part. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Das war ein eigentlich recht einfacher Kampf, der, also fast schon ein bisschen zu einfach. Das ist manchmal so verwunderlich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob mir der Kampf an sich einfach sehr leicht fällt. Ich hatte aber in der Vergangenheit auch schon Fälle, wo mir Kämpfe in Souls-Spielen sehr leicht vorkamen. Und als ich sie dann nochmal anging, habe ich mich plötzlich gefragt, wie das passieren konnte, ja. Wir haben ja Amygdala getötet und hier, dieses Dingsbums, konnten wir untersuchen. Und beim letzten Mal ist nichts passiert. Vielleicht diesmal? Nein, nichts tun. Schade, das hätte ich jetzt vielleicht gehofft, dass man, weil man es eben geschafft hat, in diese Albtraumfront zu kommen, dieses Geheimnis zu entdecken und Amygdala besiegt, hier jetzt irgendwas machen kann. Aber gut, vielleicht irgendwann anders. Ich habe mich ja am Ende des letzten Parts schon entschieden und es euch auch versprochen, wir werden jetzt nach Kanehurst fahren. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gebiet und eins ist halt schon mal sehr sicher. Ich weiß, dass in diesem Gebiet ein richtig mieser Boss auf uns wartet. Und das macht mir insofern Sorgen, weil Ebrietas von vor zwei Parts eigentlich nicht als mieser Boss gilt in der Community. Und der hat mir sehr viel Probleme bereitet. Der Boss, der in Kanehurst auf uns zukommt, gilt schon als sehr mieser Boss. Und ich bin sehr gespannt, was das werden soll. Dafür muss ich... Von wo haben sie gesagt, fährt das Ding los? Ich glaube von der Knochenstraße von Hemwick. Das heißt, wo gehe ich am dümmsten hin, um zur Kutsche zu kommen? Ich werde fast zum Startpunkt gehen müssen, oder? Oder ist die Hexenbehausung sinnvoller? Ich glaube eigentlich nicht, weil da ist ja diese Monsterlitanei. Schwierig. Ach, wir sehen uns, wenn ich da bin. Castle Kanehurst. Das klang wesentlich weniger cool, als sich das in meinem Kopf abgespielt hat. Naja. Gut, liebe Leute. Da sind wir. An einem wahnsinnig geschichtsträchtigen Ort, an einem lore-intensiven Ort, an einem Ort, an dem Sachen passiert sind, die verlassenes Schloss Kanehurst, die so weit in der Vergangenheit von diesem Spiel hier liegen, dass sie eigentlich mit Yharnam an sich, das ist fast schon disconnected. Also hier sind ganz eigene schlimme Sachen abgegangen. Ja, da hinten, da seht ihr, was könnte das sein? Ob das Yharnam ist, der Kathedralenbezirk auf seinem Felsen. Ja, und da hinten, das ist so dieses Zeug von Hemwick. Ja, und ihr seht, unsere Kutsche ist zwar angekommen, hier ist aber eigentlich gar kein Weg zum Langfahren und die Pferde sind eigentlich tot. Wie zur Hölle sind wir also hierher gekommen? Oh je, oh je, oh je. Naja, wir gehen einfach mal diese sehr einladende Treppe hoch. Und wenn ihr euch zurückerinnert, wir haben ja immer mal mit Alfred... Oh, wir werden schon erwartet, wunderbar. Wir haben ja immer mal mit Alfred gesprochen und der hat ja von Castle Kanehurst erzählt und dass hier ein gewisser Logarius sein soll, weil er sich für irgendwas geopfert hat. Irgendwas hat er sich geopfert, um hier zu beschützen. Und,
Ich bin froh, dass mich hier auf jeden Fall erstmal eine Lampe beschützt. Oh man. Aber naja, in jedem guten Souls-Spiel braucht es irgendwas, was mit einem Schloss zu tun hat, ne? Gucken wir erstmal, was wir hier alles so finden können und mit was für Feinden wir es hier zu tun bekommen werden. Erstmal gucken, dass wir hier keine Items verpassen oder sowas. Hallo? No, nothing. Da vorne sehe ich was leuchten, aber das hier interessiert mich. Ist das hier schon das erste Haus? Ist das erste Haus? Nee, warte mal. Ah. Na komm schon. Ah, okay, Shortcut. Alles klar, gleich merken. Und da scheint uns einer gefunden. Ih, was sind das denn für Viecher? Irgendwelche Frösche mit Blut? Soll ich mir das hier gleich nehmen? Wow, 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 wow. Die machen ja miesen Schaden. Das habe ich mir gleich gedacht. Schlangen, da stimmt was nicht. Okay, wunderbar. Jetzt habe ich hier bloß diese Viecher rumlaufen sehen. Die machen mir schon Sorgen. Also, das da wird mal unser Shortcut. Okay. Ah, da vorne ist eins. Ich muss mal Blickkontakt mit einem aufnehmen. Nicht, dass die mich hier irgendwann anspringen, wenn ich nicht damit rechne. Hello? Hey, komm mal her, Digga. Einer von euch darf jetzt schon mal zu mir kommen. Ja. Hey. So nicht, mein Freund. Oh, halten die aus. Und droppen nicht mal was. Das ist ja eine Frechheit. Okay, dann gibt mir wenigstens das Item hier. Betäubender Nebel. Oh je. Das heißt, dass hier gibt es Leute, die sich heilen. Was ist das denn? Wieso haben die denn diese so fette rote Blutsäckchen? Boah, Alter, ernsthaft? Wahnsinn, ich wollte mir das Zeug wiederholen, aber der Felsen hat mich aufgehalten. Das ist natürlich gay. Na gut. Die sind hässlich, die halten viel aus. Ja, wir sehen, wir sind hier in einem etwas höher leveligem Gebiet schon. Aber das nehmen wir einfach mal so hin. Ich will nicht gegen den kämpfen. Komm, leg mich am Arsch. Da sind ja noch mehr. Da sind ja so viele. Holy crap. Holy crap. Alter Schwede, sind die aggro. Huiuiui. Das Tor hier muss aufgehen. Please, 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 please. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Okay, du kommst hier nicht rein, oder? Du kannst hier nicht rein, du kannst hier nicht rein. Dreckschwein, Dreckschwein. Alles muss versteckt sein. Komm her, hier, du. Bam. Hast du nicht mitgerechnet, oder? Tja, aber wenn ihr alle nichts doppt hier, dann habe ich echt keinen Bock gegen euch zu kämpfen. Ein Thron, eine Eingangshalle ist das, ne? Wieso weinen hier Frauen? Ist das da vorne ein Gegner? Ne, das ist wieder so ein Typ, der Scherben droppt, oder? Schrubben die da den Boden? Das gibt's ja nicht. Hallo? Wieso weinen sie? Oh, da ist was zum Aufheben. Hallo! Oh Gott... Ja, ganz ruhig bleiben. Zum Glück habe ich die Kiste gesehen. Also dadurch, dass die unsichtbar sind und in so einer Zahl... Oh Gott, jetzt sind sie hell. Ja, die machen sich immer wieder weg. Also ich glaube, ich sollte jetzt nicht unbedingt gegen die kämpfen. Habe ich die jetzt gerade so leicht weggestoßen mit dem Rollen? Ja. Was heulen die denn hier? Wem beten die denn hier an? Das ist ja eigenartiges Zeug. Hallo. Wir gehen zuerst links rum. Links ist die die Richtung der Guten. Okay, ich sehe sie überall stehen und die sind garantiert nicht zu töten, oder? Die kann ich doch... Naja, ist mir egal. Quecksilberkugeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Okay, Invisible Frames beim Kisten aufmachen. Wow, 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 wow. Ich bin tot? Achso, ne, ich bin nicht tot. Hallo, hallo, hallo. Lasst ihr mich in Ruhe hier draußen? Ich habe ein nobles Kleid gefunden. Lassen Sie mich? Irgendwen höre ich hier laufen. Okay, wir gucken uns mal das noble Kleid an. Nobles Kleid. Ein schön geschneidertes dunkelrotes Kleid, getragen von den Adligen des alten Stammbaums, der bis zum verlassenen Schloss Kanehurst reicht. Irgendwie kommt mir das Ding bekannt vor. Das sah so aus wie das, was Ariana anhatte, oder? Die Hure halt, die uns immer ihr Blut gegeben hat, wenn wir es wollten. Hat die etwa was mit Kanehurst am Hut? War die ursprünglich mal hier? War die mal hier eine Nutte? Nun ja, was soll's. Wir gehen einfach mal weiter. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir haben einen wilden Erforscherdrang heute. Hallo, Gegners. Gegners hier hoch aus. Ist hier irgendwas? Nö. Ist aber bloß eine alternative Route oder was? Oh, hallo. Haha. Ja, dass das gleich so hinhaut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber oh, Zwillingsblutsteinscherben. Das ist natürlich was Feines. Da oben sitzt auch einer. Und dann nehmen wir uns den doch gleich mal. Der wird schon nicht auf uns hinabspringen. Achtung. Wenn wir uns schleichen, können wir ihn vielleicht überraschen. Ja. Guck deiner an. Oh, doof, gell. Blutsteinbrocken. Jetzt kommen die Blutsteinbrocken. Jetzt habe ich schon gedacht, der springt hier einfach wieder hoch. Na komm, Dickmatz. Nicht gleich verzagen. Na, versuch mal was. Noob, du Noob. Okay. Nun gut. Also hier kommt einer hoch, da oben auf dem Turm sitzt einer. Gut zu wissen. Wir machen einfach mal weiter im Geschäft. Hinweis, Vorsicht, falscher Gott. What? Achso, hat vielen Leuten geholfen anscheinend. Gut. Ach du Scheiße. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Lass mich raus. Lass mich raus. Mann, dass die auch immer so lange knabbern, dass man sich seine Eingeweide, wollte ich schon sagen, seine Eingeweide nicht zurückholen kann. Okay, das haben sie also mit falscher Gott gemeint. Sehr interessant. Okay, die verstecken sich also zwischen diesen ganzen Statuen. Hm. Sieht so aus, als wäre das hier was sehr Nobles gewesen, ne? Irgendwelche Leute, die sich für was Besonderes halten vielleicht? Nicht, kann man nicht genau sagen, ne? Hallo, da vorne sehe ich doch einen watscheln, oder? Das ist doch einer von denen. Na komm. Alter, really? Junge, Junge, Junge. Blutfiole. Oh, das ist nett von dir. Dann heile ich mich sogar mal auf Kosten des Hauses. Okay. Ich habe großes Interesse daran, jetzt schon diesen Shortcut frei zu spielen. Denn mein Haargel wird langsam alle. Was haben wir hier? Oh, da hinten sitzt wieder so einer. Da sitzen zwei. Ach du Scheiße. Na, komm mal her, Digga. Nix ist. Das war ein komischer Effekt von dem Blutspritzer. Das sieht sehr komisch aus. Was haben wir denn hier? Eine neue Rüstung. Jetzt wird's langsam interessant, liebe Leute. Henkersgewand. Keine schlechten Werte. Tracht der Henkersbande unter dem Befehl des Märtyrers Logarius. Wurde später die Grundlage für die gesamte Kirchentracht mit der schweren Drapierung der Heiligen Tuchs. Des Heiligen Tuchs, oder?
Wie der große Logarius einst sagte, gute Taten sind nicht immer weise und böse Taten sind nicht immer dumm. Doch ungeachtet dessen sollten wir immer danach streben, gut zu sein. Henkers Panzerhandschuhe. Bla bla bla. Die Messingnieten sind charakteristisch für die Henker und spiegeln ihre Vorliebe für den Nahkampf wider. Aha. Wurde später die Grundlage, bla bla bla. Boah, das Zeug gefällt mir eigentlich. Ich glaube, da ziehe ich mal an, wo? Henkersgewand. Hat gute Werte. Gibt's mal nichts. Bäm. Ja, pfeife ich jetzt einfach drauf. Ich will sie. Man ist, es ist ja nun auch wirklich so. Ihr wisst es. In den Souls-Spielen, in allen Souls-Spielen, hat es nie unbedingt was mit Equipment zu tun, ob man jetzt einen Sieg erringt. Klar, man sollte seine Waffen aufwerten und in den Souls-Spielen sollte man wahrscheinlich auch seine Rüstungen aufwerten und so weiter, aber wow, ich sehe fucking badass aus. Die Kapuze ist ein bisschen klein für die große Rüstung, aber letzten Endes gibt es nicht umsonst, und da könnt ihr euch ja einfach mal angucken, wenn ihr Bock habt, diese Runs, wo Leute das Ding nackt und nur mit Fäusten durchspielen. Es kommt einfach massiverweise auf Skill an. Und das sollte man nicht unterschätzen, ne? Was haben wir hier? Ha! Yay, Bitch! Sehr schön. Das ist er doch, oder? Das würde mich jetzt sehr wundern, wenn das nicht ist. Ja, natürlich ist er das. Ach, fein. Das freut mich. Shortcut freigespielt, wunderbar. Und es sah so aus, als wäre in diesem Raum wieder alles voll mit diesen komisch kreischenden Frauen. Und kreischende Frauen, die tun mir in den Ohren weh. Deswegen werde ich hier einfach immer durchflitzen. So einfach ist das. Ja, da hinten sehe ich doch schon wieder einen rumgammeln. Ekelblüteregister. Aufzeichnung in rotem Leder von den Ekelblütern, die Annelies, ihre Königin, in Schloss Kanehurst treu sind. Schon lang werden Chroniken über die Ekelblüter, mordlustige Jäger, die Blutsamen ihrer Beutesuchen geführt. Aha. Heißt das also, das hier ist das Schloss der Ekelblüter? Hallöchen. Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Wieso habe ich einen rotleuchtenden Kopf? Was ist denn hier los? Das ist das Schloss der Ekelblüter hier. Und, die haben eine Königin und da, genau, da soll doch Logarius hingezogen sein, oder? Um diese ganzen Ekelblüter auszuräuchern, war das nicht? Klar. Der Hintergrund von dem Ganzen? Schießt du hier mit irgendwelchen komischen Gedönsen auf mich, oder was? Bist du gay? Okay, Kinder, okay, Kinder. Warte mal hier. Ha, hier geht's raus. Wow, 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 was mache ich? Ich bin hier ja wohl richtig, oder was? Leute, ich schwöre euch. Das war Zufall. Ich glaube, ich habe hier einfach wieder so eine sichere Route gefunden. Wie in Yahagul damals, wisst ihr? Um dem Gatling-Gun-Typen auszuweichen. Die sich aber auch so leicht backstabben lassen. Das ist ja schon fast traurig, Leute. Das war ohne Spaß. Wollt ihr euch nicht mal ein bisschen anstrengen, um zu verteidigen, was auch immer ihr hier verteidigen wollt, so? Ein bisschen wenigstens? Komische Kauze. Okay, was ist hier unten los? Wieder ein Raum voll mit diesen komischen... Holy shit! Oh, hier ist ein Item. Ha! Items nehmen wir immer. Vor allem für die Iframes. Iframes sind invisible Frames, in denen wir nicht verletzt werden können. Ist hier sonst noch irgendwas? Ja, ich weiß, ich habe da gerade wieder irgendwas eingesammelt. Kann ich mir aber jetzt nicht angucken. Huah! Okay. Eine Rüstung. Was wir hier alles finden. Rüstungen. Komplette Rüstungen, Kinder. Warum schreist denn du mich eigentlich so an? Hui, hui.
Auf jeden Fall. Ich habe eine Rüstung gefunden. Hahaha. Kinder. Hier sprüht es vor Lore. Warte mal, wo ist es denn? Was war es denn überhaupt? Ritter, oder? Rittergewand. Tracht der Ritter von Kanehurst. Ein königliches Stück mit filigraner Goldschmiedekunst. Der Stil von Kanehurst vermischt Nostalgie und Prunk. Selbst über die blutverschmierten Kadaver der Bestien, die sie zurücklassen, zeigen sie stolz. Überzeugt, dass sie als Beispiele dekadenter Kunst zurückbleiben werden. Heißt das also hier in Kanehurst, das waren Leute, auch Jäger, die aber nicht gejagt haben, um die Welt besser zu machen, sondern die das regelrecht zelebriert haben? Die also quasi auch da drinnen eine höhere Macht vermutet haben und so weiter. Deswegen werden sie Ekelblüter genannt, weil sie irgendwie das Ganze so ein bisschen beschmutzt haben in der Pflicht und so weiter. Kann das sein? Und deswegen ist Logarius hier hingekommen von den guten Blütern. Genau, Alfred hat ja immer die guten, das gute Blut betont. Anscheinend einfach zwei verschiedene religiöse Richtungen, sag ich mal. Und die sind hierher gekommen und haben sie getötet. Und dann soll Logarius das ultimative Opfer gebracht und hier geblieben, gebracht haben und hier geblieben sein. Das ist doch hier schon wieder... Ne, ich glaube jetzt das da unten ist nur Grafik. Dafür sind die Texturen zu schlecht, aber ich glaube, ich kann hier weiterlaufen, oder? Bitte sag's, bitte, bitte, kein Grafik. Yes! Denk die ganze Zeit, irgendwie manövriere ich mich hier mal fett ins Aus. Na gut, wir gehen erstmal hier... Da geht's anscheinend wieder in dieses Fenster rein, aber... Ah, ein Turm und ein Item. Fantastisch. Verwandtenkaltblut. Oh! Wieso habe ich geahnt, dass du hier runterkommst? Jetzt mal ganz ehrlich. Zwillingsblutsteinscherbe, okay. Ja, in das Fenster geht es direkt rein. Verwandtenkaltblut. Haben wir das nicht das letzte Mal bei Rome gekriegt? Warum liegt das hier drauf? Warum liegt das hier? Kaltblut von unmenschlichen Kindern des Kosmos. Brüder und Schwestern der Großartigen. Daraus können unaussprechliche Blutechos gewonnen werden. Taucht nicht in die Welt jenseits der Menschlichkeit, lautet die alte unheimliche Wahrheit aus Bergenworth. Warum liegt das jetzt hier rum, wenn wir das normalerweise nur von Rom gekriegt haben? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Nun ja, was soll's? Weiter im Text, liebe Kinder. Das da... Mit dem Regal da hat's irgendwas auf sich. Und da ist sogar ein Hebel. Seht ihr den? Da rennen wir jetzt hin. Ach, hier ist sogar mal Ruhe ein bisschen. Ach, ist das schön. Gut, drück mal den Hebel. Wird bestimmt ein Shortcut sein, hm? Ja, tatsächlich. Erkennt ihr den Raum noch? Das war der erste Raum mit den Kreischern. Da vorne geht's runter, den Shortcut runter, diesen Aufzug-Shortcut. Und jetzt könnt... Ja, aber was bringt mir dieser Shortcut? Habe ich da irgendwo was verpasst oder so? Ich will da nicht so weit reingehen, sonst schießen die gleich wieder auf mich. Ah, das ist eine Leiter. Ach Mensch, heute ist aber mein Glückstag. Also das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Nach dieser langen Pause, die ich jetzt machen musste, und weil ich an Ebrietta so scheiße lang hing, warum fluppt denn das hier jetzt plötzlich so? Wahrscheinlich nur, damit mir der Boss dieses Gebiets eine überbraten kann, dass ich 6 Wochen nicht mehr spiele. Ich weiß es genau. Warmer Blutedelstein. Oh. Wartet mal. Wo ist er denn? Gib mir den warmen Blutedelstein. Oh. Ein Blutedelstein, der Waffen verstärkt und verschiedene bla bla, Blutedelsteine sehr bla bla, Werks bla bla, Juwelen bla bla. Okay, gibt's keine besondere Lore. Sah aber sehr interessant aus, ne? Muss ich jetzt schon mal bemerken. Naja, was soll's. Gucken wir mal, ob es hier hinten irgendwas gibt. Das Problem ist, da unten stand ja hier irgendwo so ein, auch wieder so ein Blasebalg rum, ne? Ich muss, glaube ich, in Bewegung bleiben, sonst besorgt er es mir dreckig, wenn ich hier oben rumtanze. Wenn ich hier so schlawenzle und flaniere. In den verlassenen Weiten von Kanehurst. Hallöchen. Oh! Ja, jetzt komm schon. Das wäre es aber ärgerlich gewesen, wenn ich... Blutsteinbogen! Yes, hat sich gelohnt. Wenn ich ihn jetzt auch noch aus den Augen verloren hätte. Der... Hier unten... Ich hab ihn schon blasen gehört. Oder was auch immer der macht. Was werfen oder so, ich weiß nicht. Ja, und da unten schreien sie schon. Ich mach schon alle verrückt hier oben. Ich mach schon alle verrückt. Aber gut, ansonsten scheint hier oben mal keiner zu sein. Das ist doch auch mal ganz angenehm. Okay, also, den Fahrstuhl hoch. Direkt hier diese Leiter am Regal hinten rechts. Und schon sind wir hier oben. Und hier geht's wohl anscheinend weiter. Oh, so nehmen wir es jetzt einfach mal hin, oder? Hallo?
Hallo? Ein Dach? Gibt es hier irgendetwas für uns? Ich finde diese Rüstung geil, muss ich sagen. Irgendwie gefällt mir die. Ah, guck mal, wer da ist. I, der ist ein bisschen stärker, oder? Der hat rote Augen. Ha! Auch Rotäugige werden gebacksteppt, Bitches. Was haben wir hier? Ein Item. Ritterperücke. Nicht ausrasten hier, liebe Leute. Jetzt komm mal zu mir hier. Mach doch mal, komm doch mal her. Wie soll ich denn hinter dich kommen? Jetzt habe ich aber die Schnauze voll von dir, mein Freund. So. Ha! Ach, es macht einfach Spaß. Ich kann nicht sagen, warum. Schade, dass ich die Glyphe abgerüstet habe, dass eingeweihte Angriffe mehr Blutechos bringen. Das würde ordentlich tanken hier. Ja, war's das jetzt? Ach, den habe ich hier oben erledigt. Wir sind anscheinend noch nicht am höchsten Punkt, aber das ist jetzt hier alles abgezäunt. Oder gibt es hier irgendwo eine Tür? Einen Durchjang. Die kommen ja hier nicht um sie. Hier sind ja nicht umsonst Gegner oben. Nur damit ich sie hauen kann. Hier muss ja irgendwie. Nee. Von hier sind wir gekommen. Da könnten wir drauf springen, bringt aber nichts. Ist hier irgendwo ein Vorsprung oder so? Ja! Geistern sehen, ja, das interessiert mich jetzt nicht. Ah! Ah, das ist natürlich raffiniert. So ein Level-Design habe ich das letzte Mal in, Wow. In Anno Londo gesehen, wo man auch tatsächlich so auf Kaminsimsen und so langlaufen konnte und all solche Späße. Okay, bin ich hier jetzt richtig? Nee, hier bin ich nicht richtig. Muss ich mich vielleicht doch hier drauf fallen lassen, so? Okay. Und was haben wir jetzt hier? Gibt's... Das hier sieht so aus, als müsste ich hier wieder drauf, ne? So. Das ist natürlich krass. Okay, ich hoffe, ich bin hier richtig. Jetzt mal ganz ohne Spaß. Ist hier sonst was? Nö. Und hier muss ich mich runterfallen lassen. Na super. Also wenn das hier der Weg zum Boss ist, muss man tatsächlich Fallschaden in Kauf nehmen. Das ist ja krasser. Also richtig krasser Schissel. Verwandtenkaltblut schon wieder. Tja, die Frage ist jetzt, wer sind diese Toten? Sind das welche von den Ekelblütern oder sind das welche von Logarius' Team? Und warum sind die dann verwandt? Warum haben die dann Verwandtenkaltblut? Verstehe nicht. Verstehe nicht den Zusammenhang, verstehe nicht. Ich werde ihm auf den Grund gehen, I promise. Okay, wir gehen mal ein bisschen schneller die Leiter hoch. Es ist übrigens schrecklich, wie auf was man alles aufpassen muss, wenn man für euch spielt. Ja, ich schere euch alle über einen Kamm, aber ich wurde teilweise sogar angesprochen von Leuten. Ich meine, das war jetzt aus meinem privaten Umfeld, aber so von wegen. Ich hoffe, du hast jetzt mittlerweile verstanden, dass man immer die Treppen schnell hoch und runter klettern sollte, weil das dann viel schneller geht. Ja, danke fürs Gespräch. Oh Mann, Kinder, das ist ein Boss. Ja, es gibt bloß noch diesen Turm da. In 33 Minuten läuft die Aufnahme. Okay. Für einen Try reicht's, Alter. Für einen Try reicht's. Wir probieren den Boss. Wir haben ja einen schönen, einfachen Weg eigentlich zu gehen. Eigentlich auch einen relativ kampflosen, muss man sagen, ne? Ach du Scheiße, Mann. Okay. Ja. Junge, du hast aber auch Gicht, oder? Schon sehr lange hier oben, ne? Gandalf? Der Graue?
Ach du Scheiße, ich hab Gänsehaut. Er hat sein Alter überwunden. Okay, dann rennen wir erstmal zu dir hin, Dickerchen, ha? Du hast ja irgendwas zu bieten, was gut ist. Au, wie zum Beispiel diese Totenköpfe. Oh, ich sollte mal heilen, ne? Okay, nicht deine komischen Zaubertricks hier, das ist ja gay. Okay, schlag mal zu, komm! Komm, schlag zu! Oh mein Gott, und mein Auge juckt schon wieder. Okay, komm mir nicht zu nahe. Oh, zielsuchende Scheiße. Zielsuchende Scheiße. Okay, Digga, ich will nicht mit dir messen. Alles kein Thema hier. What? Okay. Hilft nicht unbedingt viel, sich hinter Säulen zu verstecken, ne? Was wolltest du mir damit sagen? Junge, kann man das nicht parryen? Ganz im Ernst. Okay, vielleicht ein bisschen aggressiver vorgehen. Boah, okay, er geht auch aggressiver vor. Warum trefft ihr? Es gibt so viele Zwischenräume, ne? Dass die man einfach durchlaufen kann. Du. Alter, du kannst ja doch normal zuhauen. Okay, okay, okay. Wir machen aber ordentlich Schaden an den Typen. Das ist schon mal gut. Alter, okay, man sollte vielleicht tatsächlich einen Ausweichsprung benutzen und nicht so faul sein. Boah. Noob. Ach. Ach, wir können fliegen. Alter. Okay. Oh, jetzt wird er aggressiv. Du Vollnoob. Du Vollnoob. Versuch das nochmal. Versuch das nochmal. Wo bist du? Alter, wenn wir den jetzt first tryen, ich sag's euch. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Ja. Alter, wenn wir den jetzt first tryen. Okay, Captain Hens. Alles klar. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte aus meinem privaten Umfeld. Captain Hens, kennt ihr vielleicht noch aus unserem Koop-Let's Play für für Assassin's Creed Multiplayer. Der hatte halt jetzt so ein bisschen mehr Zeit, auch aufgrund von Krankheit und Urlaub und ich war nicht da und so weiter, dieses Spiel ein bisschen mehr zu spielen als ich, ein bisschen länger und so weiter, und hat es halt durchgezogen. Und er hat sich natürlich auch gut gefühlt und so weiter und meinte dann immer so, du warte mal, bis du zu Logarius kommst. Der genaue Zusammenhang war,
dass er das Video vom Kampf gegen Amelia, von Vikarin Amelia gesehen hat und hat gemeint, du Vollarsch, hast die Hilfe bei Amelia geholt, kämpf erstmal gegen Logarius, du bist ja die Vollpfeife. Und damit kann er halt Knöpfe bei mir drücken. Also wenn es um die Souls-Spiele geht, kann er Knöpfe bei mir drücken. Nun ja, belassen wir es dabei. Und ich finde es so geil, dass Logarius so ein einfacher Mistsack ist. Ach, ist der einfach. Okay, Kinder, dann machen wir krasse Überlänge und ich zeige euch, was wir hier jetzt noch alles Schönes finden. Ich zeige es euch sofort. Krone der Illusion. Und das ist ein verdammt geiles Artefakt. Ich möchte es euch in diesem Sinne kurz zeigen. Es ist, soweit ich weiß, eine Rüstung. Genau, Krone der Illusion. Eins der kostbaren Geheimnisse von Kanehurst. Die Krone des alten Königs soll Illusionen freigeben und ein Trugbild mit einem Geheimnis enthüllen. Und so trug Logarius die Krone aus eigenem Antrieb, entschlossen, eine einzige Seele vor dem bösen Geheimnis zu bewahren. Welche Visionen sah er, als er ruhig auf seinem neuen Thron saß? Tja, das finden wir nur raus, indem wir es rausfinden. Kein Heilmittel mehr, fast tot, aber ich habe ihn gefirst-tried, Alter. Alter! Wir setzen die Krone erstmal richtig, richtig scheiße aus, ne? Vor allem, weil unser Gesicht auch blutverschmiert ist mit dem Blut von Logarius, der übrigens wirklich eine sehr geile Geschichte hat, warum der hier oben ist und so weiter. Aber was soll's? Wir sehen bis jetzt nichts. Sehen wir irgendwelche Illusionen? Sehen wir etwas, was gar nicht da ist? Nun ja. Schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Vielleicht setzen wir uns mal auf seinen Thron. Wir sehen einen Teil des Schlosses, der sonst unsichtbar ist. Die Frage ist jetzt, wenn es sich hierbei um die Krone der Illusionen handelt, ist das, was wir hier jetzt sehen, eine Illusion? Ist dieser ganze Kult über die Ekelblüter und so weiter, ist das eine Illusion? Gab es die gar nicht? Ist das was man sich einbildet, weil man diese Krone hier aufsetzt? Das ist eine verdammt interessante Frage, die sich mir da stellt. Auf jeden Fall ist das hier alles wesentlich edler als alles, was wir in Kanehurst noch gesehen haben bis jetzt. Ein langer Treppenaufstieg, gesäumt von, ja, Soldaten eigentlich. Von Soldaten, anders kann man es nicht sagen. Und wir gucken mal, wer sich hier im Thronsaal verbirgt. Da vorne sind die Thronstühle. Wir erhalten auf jeden Fall eine... Es wäre lustig, wenn hier jetzt, was wollte ich sagen? Naja, es wäre doch gar nicht so lustig. Ich wollte sagen, es wäre lustig, wenn hier jetzt... Moment mal, normalerweise... Ich höre nämlich die Lampe im Hintergrund. Ungeöffnete Einladung, Achtung. Wenn King Vendrick da drauf gesessen wäre, das ist das, was ich sagen wollte. Warte mal, Einladung. Wo haben wir sie denn? Ah, Moment mal. Genau, wo die andere Kanehurst-Einladung ist. Da ist sie. Ungeöffnete Vorladung. Alte ungeöffnete Vorladung nach Kanehurst. Wie die erste ist es eine Einladung nach Kanehurst. Aber für wen ist unbekannt, da ein Adressat fehlt. Das ist natürlich lustig. Wer ist denn hier eingeladen worden? Sollte vielleicht ursprünglich Logarius sogar hierhin eingeladen worden? Eingeladen werden? Stattdessen hat er einen Raubzug gemacht. Ja, und wenn die hier mit uns spricht, ist das quasi diese Alana oder was? Diese Königin der Ekelblüter? Und die hat er ja dann beschützt. Oder hat er über sie gewacht, dass die nicht hier raus kann? Oder... Ja, kann man mit dir sprechen? Such impudence. Defiled are we, yet still queen. We shall not give audience to an ill-mannered beast. Okay, na dann knie ich halt. Sie hat einen Helm auf. Moon-scented Hunter. I am Annalise, Queen of Castle Kanehurst. Ruler of the Vile Bloods.
sworn enemy of the Church. Yet, our people are murdered, and we are prisoner to this wretched mask. What is it thou art in search of? Oh, Ekelblut Schwur leisten? Wir können der jetzt beitreten? Das ist ja ein Covenant. Ich habe gedacht, die gibt's in Bloodborne gar nicht. Ach, wisst ihr was? Tritt mal bei. An odd hunter thou art indeed. We've tired of these piteous nights. Share in our plight and take oath against the Church. If thou wouldst this path walk, I prithee, partake of my rotted blood. Okay. Very well. Drink deep of our blood. Feel the spreading corruption burn. Hört mal her, das Zeug. Und wir erhalten eine Rune namens Korruption und das Kanehurst-Abzeichen. Und die Respekt-Geste. Blutsamen anbieten. Keine Blutsamen zum Anbieten. Aha. Wir erwarten deine Rückkehr für die Ehre von Kanehurst. Ja. Jetzt kann ich diesen Covenant natürlich bei der, aufleveln. Zuerst möchte ich mir aber mal diese neue Rune angucken. Korruption, Symbol des Ekelblutschwurs. In vielen Runen ist etwas Blut enthalten, wie bei der Rune der Korruption, die mit dem Schwur der Korrupten verbunden ist. Diesem Schwur unterliegen die Kanehurst-Ekelblüter, Blutjäger, die für ihre Königin Samen in Kaltblut, vor allem in dem der Jäger, suchen. Doch in den Augen der Kirche sind die Korrupten Ketzer und ziehen so den Zorn der Henker auf sich. Ja. Wenn wir diese Rune hier jetzt ausrüsten, können wir anscheinend zusätzliche Sachen sammeln, diese Blutsamen, die wir dann hier spenden können, um dem Covenant aufzuleveln. Auf der anderen Seite wird das die sogenannten Reaper, also die Henker, auf den Plan rufen, die random in jedem Gebiet, irgendwo gibt es immer Reaper, die es dann auch ziemlich dreckig auf uns abgesehen haben, die man nicht parryen kann und die man auch nicht backstabben kann. Die muss man halt dann auf normalem Weg fertig machen. Sind halt dann neue Gegner. So, was haben wir noch gekriegt? Wir haben die Marke gekriegt, oder? Moment mal, wo finden wir die dann? Hier, genau. Kanehurst-Marke, Abzeichen. Die Ekelblüter sind Jäger des Blutes und jagen Beute, während sie nach Blutsamen suchen. Die Jäger, die sich ihnen anschließen, müssen sich entscheiden. Entweder leihen sie sich nur ihre Stärke, oder sie gehören ihnen mit Herz und Seele. Da kann ich jetzt nicht unbedingt viel zu sagen. Wozu ich aber was sagen kann, liebe Leute, ist, dass ich wahnsinnig begeistert bin, nach Kanehurst gefahren zu sein. Bin da in einem Run, durchmarschiert und habe den Boss besiegt, der als der schwerste des ganzen Spiels gilt. Ich freue mich unwahrscheinlich, ich kann es euch gar nicht sagen. Ich frage mich, warum die Frau einen Helm auf hat. Vielleicht will sie sich vor irgendwas schützen, vielleicht ist sie wahnsinnig hässlich oder so. Was mir aber noch einfällt, und das verschieben wir aber auf den nächsten Part, erinnert euch an Alfred. Den, seine Bestimmung, hat er gesagt, war es, nach Kanehurst zu kommen, Logarius zu finden und ihn, ja, sozusagen auch zu befreien, abzulösen vielleicht von seinem Thron. Tja, da kommt er ein bisschen spät, aber ich würde sagen, wir werden Alfred mal aufsuchen und werden mit ihm darüber sprechen, oder? Das verschieben wir aber aufs nächste Mal. Bloodborne, liebe Leute. Offiziell haben wir damit jetzt sämtliche optionale Gebiete des Spiels abgeschlossen, sämtliche optionale Bosse besiegt. Das heißt, es geht im nächsten Part dann auch tatsächlich mal weiter mit der Story des Spiels. Und die bewegt sich, glaube ich, auf ein bitterböses Finale zu. Schauen wir mal, lasst uns auf uns zukommen. Schön, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet das nächste Mal wieder ein, ist gratis und macht hoffentlich genauso viel Spaß. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.